die deutsche Fußballnationalmannschaft war zu Gast beim Bundespräsidenten Joachim Gauck und hat die höchste Auszeichnung bekommen, die man als Sportler in Deutschland bekommen kann, das silberne Lorbeerblatt. Auch für Philipp Lahm die höchste Auszeichnung bisher. War seine höchste Auszeichnung die grinsende Sonne im Hausaufgabenheft. Jetzt aber das silberne Lorbeerblatt. Und das war einfach, und das ist für Fußballspieler, für so junge Typen ist es einfach nichts. Da steht der Bundespräsident und labert und labert und labert. Und ich hatte den Eindruck, Götze saß ein bisschen so da und hat sich gedacht, ach du Scheiße, ey, hätte ich das Ding doch in der Verlängerung nicht reingemacht, dann müssen wir uns hier das Gesabbel nicht anhören. Ja. Merkels Sicherheitsleute, Angela Merkel war auch dort zu Gast, ja, und Merkels Sicherheitsleute waren die ganze Zeit in höchster Einsatzbereitschaft, ja, weil sie dachten, die Kanzlerin und Großkreuz in einem Raum, Döneralarm. Vorsicht, ja. Und nachdem wir das silberne Lorbeerblatt, so ist es, das silberne Lorbeerblatt bekommen hatten, gab es noch Party und so weiter. Wir haben gleich noch ein paar Bilder für Sie. Und jetzt gibt es, glaube ich, auch demnächst noch den Echo, oder? Als den Preis für die Nationalmannschaft, den Echo in der Kategorie beste Live-Performance für den Song So gehen die Gauchos. Die Gauchos, die gehen so. Haben wir ein Bild? Ja, wir haben ein Bild, glaube ich, ne, wo sie alle zusammen stehen. So, da sehen Sie den Bundespräsidenten, die Kanzlerin und die deutsche Nationalmannschaft. Für Sie vielleicht eine kleine Aufgabe, ist nämlich ein Suchbild. Wo ist Philipp Lahm? So. Schon einer gefunden? Wo ist Philipp Lahm? Bitte? Nein. Bitte? Hinter Mertesacker, richtig, genau hin. Kann man einen Pfeil drauf machen, bitte? Da, dahin. Genau da steht Philipp Lahm. Der Größte ausgerechnet stellt sich davor. Und wir sagen immer, Philipp, wenn ihr ein Foto macht, bitte zieh die Warnweste an. Dass wir euch auch sehen können. Ja, also Nationalmannschaft und die Kanzlerin und der Bundespräsident oder wie wir YouTuber sagen, ein Elfie. So. Verstehen Sie? Naja.